Der Winter naht. Um so richtig ins Skifeeling zu kommen, lasst uns mal über Top 10 Skigebiete sprechen, die mitten in Tirol liegen und wo du vielleicht auch nicht jedes von kennst. Starten möchte ich mit einem eher kleineren Skigebiet, mit dem Skigebiet Axamalizum. Einst war es Austragungsort der Olympischen Winterspiele und ist nur 19 Kilometer von Innsbruck entfernt, was bedeutet, dass eben die Anreise sehr einfach und sehr unkompliziert sein kann. In dem Skigebiet selber könnt ihr dann einmal auf der Piste richtig Gas geben, habt aber eben auch die Möglichkeit Freeride zu gehen, also Tiefschnee zu fahren, sollte natürlich der Schnee es zulassen. Was ich persönlich dann noch richtig schön an diesem Skigebiet finde, sind die Berge. Ihr fahrt nämlich bei den Kalkkögeln und diese Berge, die erinnern mich immer an Südtirol und das finde ich gibt dem Skifahren irgendwie einen ganz besonderen Flair. Vom eher kleineren, gemütlicheren Skigebiet geht's rüber zum größeren, lauteren Skigebiet. Es geht nach Ischgl und das kennst du sicherlich auch. Und Ischgl würde ich ganz gerne unterteilen in zwei Bereiche. Einmal starten wir mit dem ganzen Teil, der so neben der Piste stattfindet. Und hier bietet Ischgl natürlich viel. Après-Ski, Restaurants, Konzerte und es gibt auch sogar noch eine richtig große Therme. Dann das Skigebiet selbst. Das Skigebiet hat auf jeden Fall richtig moderne Lifte. Es ist immer top präpariert und neben den guten Pisten habt ihr auch noch die Möglichkeit, eben neben die Piste zu gehen. Wenn mich jetzt einer fragt, ey Basti, soll ich mal nach Ischgl fahren, würde ich diese zwei Bereiche nämlich auch genauso unterteilen. Das Skigebiet selber, das feiere ich richtig und ich war wirklich schon oft da. Die Pisten sind wirklich gut und ihr habt auch hier wirklich die Möglichkeit, schön neben die Pisten zu gehen. Das ganze Thema Abriss-Ski-Party und das Laute, da müsst ihr halt entscheiden, ob ihr da Bock drauf habt. Ich bin da mittlerweile nicht mehr so richtig der Typ zu, was bedeutet, dass ich dann eben nicht in Ischgl übernachte, sondern eher in Galtür, in Kappel oder in See. So habe ich die Möglichkeit eben in Ischgl Skifahren zu gehen. Abends habe ich es dann aber einfach ein bisschen ruhiger. Vom großen Skigebiet Ischgl geht es jetzt rüber in die Zillertal-Arena, welches das größte Skigebiet im Zillertal ist. Und durch diese Größe bringt das Skigebiet eben auch eine ganz schöne Vielfalt mit sich. Letztes Jahr bin ich da so eine große Skirunde gefahren und einige Sachen sind mir dabei aufgefallen. Wir werden unterwegs sein von Tirol bis ins Salzburger Land. Es gab Speedstrecken, es gab Funparks und es gab auch so Rennkurse, die man durchfahren konnte. Was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass für jedes Alter was dabei war. Egal, ob man jetzt seine Kinder irgendwo abgeben möchte, also noch sehr jung ist, oder halt auch eben älter ist, für jeden ist da wirklich was dabei. Dadurch, dass dieses große Skigebiet auch einige Orte miteinander verbindet, habt ihr so ein bisschen die Möglichkeit zu wählen, auf was ihr Lust habt. Ob ihr jetzt sagt, ah, ich gehe eher in einen Ort, wo auch ein bisschen Abriss-Ski ist, wo ich auch mal einen trinken kann. Oder ob ihr eher in einen Ort geht, wo es halt ruhiger ist, wo man abends mehr relaxen kann. Da sind euch eigentlich keine Grenzen gesetzt. Bevor wir jetzt zum nächsten Skigebiet kommen, lasst uns einmal über den Partner des heutigen Videos sprechen, über die Webseite Snowtracks. Auf dieser Website habt ihr die Möglichkeit, euren Skiurlaub inklusive Skipass zu buchen und könnt Unterkünfte in mehr als 350 Orten auswählen. Zudem bietet die Webseite noch eine vielfältige Filterfunktion, wo ihr zum Beispiel nach Familiengröße, Gruppengröße und so weiter sortieren könnt. So erhaltet ihr dann für euren Skiurlaub ein Angebot zu einem richtig guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn ihr jetzt noch ein paar Euro sparen wollt, nutzt gerne den Code BASTIAN60 bei eurer Bestellung. Weitere Informationen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter ins Skigebiet Serfoss-Fislades. Serfoss-Fislades ist als sehr familienfreundliches Skigebiet bekannt und ich war mit Marius schon zweimal da und würde das tatsächlich auch so unterschreiben. Es fängt schon, finde ich, damit an, dass der Ort verkehrsberuhigt ist und man eben mit einer U-Bahn von A nach B kommt, was ich persönlich damals völlig verrückt fand. Zudem findet ihr auch im Skigebiet selber einige Pisten, die speziell für Kinder gestaltet sind, wie zum Beispiel den Murmli-Park oder auch die Kinderschneealm. Jetzt sollte man aber nicht denken, Serfoss-Fislades hat nur blaue und sehr flache Pisten. Nein, nein, Serfoss-Fislades ist schon noch ein großes Skigebiet und bietet eben auch für den Fortgeschrittenen und für den Könner einiges. Also ihr habt schon auch die Möglichkeit, dann eben eure Kinder im Kinderparadies abzugeben und selbst dann eben richtig, richtig Gas zu geben. Ich selbst fand das Skigebiet wirklich richtig schön damals. Auf Platz 5 habe ich mal das Skigebiet Sölln geparkt und das kennt ihr wie Ischgl sicherlich alle. Wahrscheinlich schon alleine deswegen, weil dort James Bond gedreht worden ist. Das Skigebiet selber hat natürlich gegenüber vielen Skigebieten einen richtig großen Vorteil. Sölden hat halt einfach zwei Gletscher. Was bedeutet, wenn es unten langsam warm, langsam quackig und sulzig wird, fährt man einfach sehr weit hoch hinaus auf diese zwei Gletscher und hat höchstwahrscheinlich richtig gute Schneebedingungen. Und das auch noch sehr spät in der Saison. Ansonsten bietet Sölden natürlich einiges. Das Skigebiet ist groß und in dem Skigebiet findet ihr dann auch wiederum Rennstrecken, ihr findet Funparks und auch Speedkurse. Wenn ihr jetzt sagt, zudem ihr habt Bock auf Après-Ski und auf Restaurants, hat da auch Sölden wiederum einiges zu bieten. Also Sölden würde ich schon auch sagen, ist eher ein wilderes und eher ein lauteres Skigebiet.
Wenn ihr allerdings sagt, ihr wollt das mal erleben, wollt aber eher in was Kleineres, Uriges, dann ist Gurgel tatsächlich nicht weit davon entfernt. Ich persönlich finde es richtig cool in Gurgel und fahre da super, super gerne. Tolles kleines Skigebiet, es geht gemütlicher, es geht ruhiger zu. Man kann von da aber wirklich mal eben schnell nach Sölden rüber, die Distanzen sind nicht groß. Vom lauten, wilden Skigebiet wechseln wir rüber ins ruhige, ins entspannte Skigebiet. Und genau so habe ich das damals auch empfunden. Wahrscheinlich sogar ein kleiner Geheimtipp für euch, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich meine das Skigebiet Alpach. Alpach selbst, das Dorf Alpach, ist ja sogar das schönste Dorf Österreichs. Und so geht's da einfach auch zu. Es geht schön zu, es geht ruhig zu, kein Massentourismus. Ihr habt kleine, gemütliche Hütten, einfach urig, einfach super, super angenehm, super entspannt dort. Das Skigebiet selber hat allerdings 109 Pistenkilometer, was auch wiederum bedeutet, ihr könnt euch hier schon auch auf den Pisten austoben. Also nur auf der Hütte sitzen müsst ihr nicht, könnt ihr aber. Hier seid ihr wirklich frei wählbar. Wie gesagt, ich finde, das ist schon ein Geheimtipp, da es eben nicht bei jedem so richtig groß auf der Liste ist. Persönlich hat es mir allerdings richtig gut dort gefallen. Als wir über das Skigebiet Aksamalizum geredet haben, habe ich euch ja schon von den Kalkkögeln erzählt. Und diese Berge lassen sich tatsächlich von zwei Seiten aus genießen. Einmal von der Aksamalizum, aber auch aus dem Skigebiet Schlick 2000. Schlick 2000 ist ein Skigebiet im vorderen Stubaital und besonders beliebt bei Familien. Ganz klar, dieses Skigebiet ist auf jeden Fall ein eher kleineres Skigebiet, bietet allerdings sehr viel Atmosphäre, richtig gute Pisten und auch tolle Aussichten. Zudem habt ihr einen weiteren Vorteil. Auch wie die Aksamalizum ist dieses Skigebiet einfach unglaublich nah an Innsbruck, was die Anreise sehr erleichtert. In meiner persönlichen Liste von Skigebieten, die ich gerne empfehle und auch richtig feiern, darf dieses Skigebiet nicht fehlen, Hochzillertal, Hochfügen. Ich war schon oft da und hatte immer eine richtig gute Zeit. Einmal ist es im vorderen Zillertal und deswegen sehr schnell und gut erreichbar. Zudem bietet das Skigebiet allerdings auch für das Freeriden wie für das Pistefahren einiges. Gerade der Bereich Hochfügen, dort Freeriden zu gehen, ist absolut genial. Habe ich letztes Jahr noch gemacht. Es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich war allerdings auch schon oft mit Marius und mit Julian da und da haben wir auch auf der Piste richtig, richtig Gas geben können. Also ganz, ganz große Empfehlung. Zudem habt ihr die Möglichkeit, Abriss-Ski zu machen. Ihr könnt es aber eben auch abends ruhiger und entspannter angehen lassen. Also wirklich ganz, ganz große Empfehlung von mir und ich würde euch sogar empfehlen, wenn es irgendwie möglich ist, ein Hotel zu suchen, was oben in Hochfügen ist. Da seid ihr mitten im Skigebiet und zu 99% die Ersten, die auf der Piste sind. Und das kann richtig was. Eingangs sagte ich ja, ich stelle euch eben nicht nur die ganz großen Skigebiete vor, die ihr eh alle kennt, sondern versuche auch so ein paar Geheimtipps mit einfließen zu lassen. Und das hier ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, das Skigebiet Bärwangen-Bichelbach. Das kleine Skigebiet Bärwangen-Bichelbach ist ein echter Geheimtipp und bietet mit seinen 36 Pistenkilometern eine familiäre Atmosphäre abseits eben des großen Trubels. Vom Skigebiet selber aus könnt ihr sogar noch die Zugspitze sehen, was einfach bedeutet, ihr habt dort ein richtig schönes Alpenpanorama. Wem würde ich dieses Skigebiet denn jetzt empfehlen? Ganz klar denen unter euch, die auf der Suche nach Erholung, nach Entspannung sind, vielleicht auch einfach mal sagen, ich bin 5 Tage dort, will aber nur 3 Tage Skifahren, dann kann man dann nämlich auch noch richtig schöne Winterwanderungen machen. Also ganz klar, hier geht es sehr ruhig, sehr gediegen zu, perfekt für euch, wenn ihr auch mit kleinen Kindern unterwegs seid. Es geht ins höchstgelegene Skigebiet in Österreich, es geht ins Skigebiet Kütai. Vielleicht auch ein Skigebiet, das nicht unbedingt bei euch auf der Bucketliste steht, aber eigentlich unbedingt darauf sollte. Ich war schon sehr oft da und hatte immer eine richtig gute Zeit. Es hat immer richtig Spaß gemacht dort. Also, was fand ich persönlich immer gut? Einmal finde ich richtig gut, dass das Skigebiet um den Ort herum gebaut ist. Was wiederum bedeutet, ihr kommt morgens aus eurem Skikeller, schnallt an und könnt einfach losfahren. Absolut genial. Kein Busfahren oder irgendwas. Einfach rauf auf die Skier, Gas geben. Im Skigebiet selber wiederum habt ihr dann wirklich unterschiedlichste Pisten. Ihr habt wirklich steile, anspruchsvolle Pisten, wo man richtig Gas geben kann. Ihr habt aber auch blaue und rote Pisten, wo man es ein bisschen lockerer angehen kann. Außerdem gibt es einen richtig, richtig großen Funpark dort, der in der Hauptsaison sogar oftmals eine Halfpipe bereitstellt. Also richtig verrückt. Die Hüttenkultur dort kann ich auch empfehlen. Die Hütten sind eher ein bisschen kleiner, uriger, gemütlicher. Und das mittlerweile mit meinen schon fast 33 Jahren ist das echt eine schöne Geschichte. Es geht einfach ruhiger und entspannter zu. Also, Kütai, checkt das gerne mal aus. Große Empfehlung. Das war auch die letzte Empfehlung von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut halt, wie gesagt, gerne mal bei Snowtracks vorbei. Da könnt ihr einen Schnapper machen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao.